Und damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu der letzten Folge ohne Kommentare, meine Lieben. Wir haben noch zwei Freundschaftsspiele, ich musste mich kurz sortieren. Es ist ein bisschen ungewohnt, immer ohne so schnell hintereinander ohne Kommentare irgendwie aufzunehmen und trotzdem eine Pause zu haben, immer irgendwie komisch. Entschuldigung, wir haben noch zwei Freundschaftsspiele und dann haben wir die DFB-Pokalrunde. Und ich würde sagen, da machen wir sogar einen Cut, also das wird eine kurze Folge, damit ihr zumindest die letzten drei Wochen noch irgendwie ein bisschen mitsprechen könnt, was wir mit Transfers machen oder nicht, weil vielleicht will auch der ein oder andere von euch noch verliehen werden. Dann hätten wir zwar ein Problem, weil ich habe irgendwie keinen mehr, den wir dann holen könnten auf die Schnelle, aber hey, kriegen wir schon hin oder kriegen wir vielleicht nicht hin und dann müssen wir gucken, was wir tun, was wir machen. Alles klar, ohne große Umwege, wir gucken kurz nochmal, mit allen habe ich geschwätzt, wunderschön, geht's weiter. In den Wochenablauf. Es steht ein Spiel gegen TSV Schwab München an. Einen Jugendspieler haben wir entdeckt, den Florian Rosenkranz. Oh, ein achter Talent. Na dann, rechter Verteidiger, linker Verteidiger, 16 Jahre. Natürlich übernehmen wir den Härte und Medienscholl. Alles klar. Also von daher, wer den haben möchte, ist gern gesehen. Frankovic wird wieder angefragt. Da machen wir natürlich einen Haken vor, auf jeden Fall. Und es geht schön weiter im Programm. So, hier gucken wir uns das jetzt mal an. Ne? Michael Daub, der Kollege hier. Wie gesagt, guck mal, verletzungsanfällig ist er auch noch, dann schwierig und braucht Aufmerksamkeit. Also da gehen wir auf jeden Fall gerne denen entgegen. Und da mal 50 Millionen. Und dann können die den haben, so ungefähr. 12 Millionen für Andreas Latsch. Auch das sehe ich mit einer 68 auf jeden Fall für einen guten Deal. Wenn wir hier 11 Millionen rausholen, dann ist das doppelter Marktwert und ja, also keine Ahnung, wir brauchen niemanden mehr unter 70 irgendwie und wenn es dann nicht gerade ein Jugendspieler, Community-Spieler ist, dann sehe ich nicht, warum wir das unbedingt halten müssten oder sollten. So, das nehmen wir noch mit. Jan Smith würde ich mal rausnehmen und ihn hier mitnehmen. Und dann sieht das doch gut aus. Was haben wir? Kaufangebot für Wiekow. Oh, ah. 27 Millionen, wir gehen zumindest mal rein in die Verhandlung, weil, passt mal auf, wir haben in der ersten Mannschaft, ne? Wir haben Timon und Mukiele mit 82 jeweils und wir haben Wiekow mit einer 78. Das ist eigentlich, müsste eigentlich als Backup bleiben, weil Javier ist natürlich mit einer 72 einfach auch noch ein bisschen weit weg. Dann haben wir zudem noch Jip Yen, der kann das mit einer 69, aber insgesamt haben wir hier halt echt eher nicht so viele Menschen auf dem Platz, die Rechts- oder Linksverteidiger spielen können. Deshalb, das lassen wir mal schön so. Aber wir gehen rein in die Verhandlungen und gucken mal, was da so möglich wäre. Chris Richards fällt 8 Tage aus, das ist natürlich doof. Und wir haben 9 Hauptsponsoren. Mal gucken, wie der jetzt drauf ist. Der letzte, das war ja eher wach. So, Barcelona könnten wir holen. Auch nichts Tolles, ne? Also wir werden in den dritten Verein auch noch einen kleinen nehmen, ey. Was soll das denn? Und dann gehen wir da mal in, ich weiß gar nicht, Würzburg, wo wären die irgendwie so Bayern-mäßig, ne? Komm, wir gehen mal in irgendeine Bayernliga rein, Oberliga, was ist das denn dann? Oberliga Süd? Ne, das ist auch hier so irgendwie da oben, weil das NOEF Oberliga ist. Bayernliga wahrscheinlich. Bayernliga, da gehen wir mal rein und gucken mal, was haben wir denn hier? Erlangen, Weiden, Erfurt. Sortieren wir auch einfach mal nach, Erfurt Nord wäre hier jetzt das schwächste Glied. Augsburg, Karlsfeld. Oh komm, dann geben wir einfach Erfurt Nord. Ich kenne den Verein nicht, aber dann machen wir das mal. Ihr fragt euch, warum ich das tue. Ich mache das einfach jetzt. Ich unterstütze gerne von Natur aus irgendwie kleine Vereine. Ich mag das. Ich habe das in der Realität auch gerne, wenn das zumindest an nichts gebunden ist. Und deshalb machen wir das einfach und gucken mal, was die KI irgendwie. Ich mache das immer, also wirklich. In jedem Spielstand mache ich das eigentlich, außer mit euch, wo ich dann ja am Anfang immer die großen Vereine suche. Aber bei meinen eigenen Spielständen mache ich das immer. Ich gebe immer 3 Vereinen viel Geld und gucke, ob die KI irgendwann damit was macht. Ich finde das A spannend und B irgendwie mag ich das. So, ja, okay, machen wir einfach. Zap, zap. Okidoki, wir gehen in das Freundschaftsspiel mal rein mit unserer besten Elf und die seht ihr hier momentan. Totti, Max Scorer, Indelmann, Schumann, Villeneuve, Doksch, Timon, Tazza, Azul, wobei natürlich durch Verletzung von Chris Richards die beiden spielen. Tapsoba, Mokiele und Schröder. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal gezeigt habe, aber aufgabenmäßig ist Dirk Schröder natürlich unter Kapitän und als zweiten habe ich Nordi Mokiele hingesetzt. Der ist einfach, den muss man einfach da hinsetzen, weil, passt auf,
hier in der Teamhierarchie ist er auch sofort als einflussreicher Spieler reingekommen. Also herzlich willkommen im Team, so ungefähr. Gut. Natürlich überspringen wir die Ergebnisse von diesen Spielen hier. Sieg ist Pflicht natürlich, Feuer frei. Und dann geht mal rein hier. Und es steht zur Halbzeit gerade mal so 1-0. Aber Wilndorf hat ein gutes Spiel gemacht. Super, dann können wir den auswechseln. Wiekow kann rein. Mukiele kann dann in die Mitte reinziehen. Xero kann auf die zweite Seite. Lorenko darf mal rein. Jonas Buhr darf hier reinkommen. Mirko Paul darf reinkommen, aber dann müssen wir dann wieder mit Jepien wechseln, weil Jepien ist einfach beidfüßig und auf beiden Seiten unterwegs. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und das bringt uns natürlich dann auch noch eine Möglichkeit. Ne? Muss man dann auch mal sehen. Möglichkeit zum flexibel reagieren. Okay, Feuer frei. Oh, shit. Sprunggelenksverletzung bei Ronny. Ja, wir haben keinen mehr zum Wechseln, aber das ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, dass Ronny jetzt verletzt ist. Hoffentlich ist sowas nicht lange. Wo ist er denn? Der liebe Ronny Schumann. 8 Tage. Ja, geht so, ne? Ist nicht ultra geil, aber auch nicht das Schlechteste vom Schlechten. Huch, ich war jetzt gar nicht beim Sponsor, ich Dummkopf. Einmal noch in den Sponsor rein. Neuer Jugendspieler. Lars Stindl hat Sascha Kleine entdeckt. Boah, der ist nicht so geil. Den können wir weglassen. Nein. Kooperationsvertrag mit Erfurt Nord unterschrieben. Wunderbar. So, Pirelli hat schon mal 3,6. Guck mal, das ist doch schon mal so langsam geht es doch hier in die richtige Richtung. Das ist doch hier schon mal was, womit man arbeiten kann. Dass wir mal hier über 4 Millionen rauskommen. Also bitte. Pirelli auch irgendwie ein cooler Sponsor, muss ich sagen. Mag ich. Sehr lange bei Inter Mailand auf der Brust gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es im Moment noch so ist. 2 Jahre ist auch okay, finde ich. Kann man machen. Dann geht es hier Richtung 4,5 Millionen vielleicht. Ja, da kommen sie uns nochmal entgegen. Dann gehen wir den auch einen Schritt entgegen. 20 Sekunden haben wir ja noch. Da haben wir die 4,5. Dann gehen wir den 2 Schritte entgegen. Kommt, auf geht's. 3 Schritte. Und kommt ihr noch über die 5 Millionen? Geht ihr noch? Geht ihr noch? 8, 7, 6. Und sie machen das. 5 Millionen. Hey, guck mal, das ist schon deutlich besser als das letzte Mal, was wir da angeboten bekommen haben. Also 5 Millionen und wir haben 2 Jahre Pirelli auf der Brust. Jugendtag, Christian Groß ist uns aufgefallen, 1,5 Talente, nö, tschüss. Dann haben wir Sandhausen gegen unsere zweite 1-1 gespielt mit Sascha Meier mit einem Eigentor. Das ist natürlich schade für den Kollegen. Insgesamt Start in der zweiten Mannschaft nicht ganz so geil gewesen, aber wir haben auch deutlich umgebaut, ne, und deutlich schwächere Spieler jetzt in der zweiten Mannschaft, bis auf Frankovic und Meier natürlich und die Außenverteidiger. Also da müssen wir schauen, wo die so landen. Das ist natürlich nicht mehr Ziel, irgendwie Erster zu werden in der dritten Liga. Egal, wir gucken mal rein. Mike Schulz hat das Tor gemacht, unser lieber Piano. Zweite Mannschaft, Ergebnisse. Und wir hatten jetzt 2 Unentschieden und sind damit auf Platz 12. Right, Array MB, den ich mal kurz angefragt hatte, ob wir vielleicht auch mit ihm sprechen könnten, der wollte doch nicht, weil ich ein bisschen übereifrig war, ist für 130 Millionen von Leipzig nach Man City gewechselt. Also Leipzig hat jetzt Kohle ohne Ende. Ich bin gespannt, was die mit dem Geld machen. Ein Gehalt 12 Millionen, das ist gar nicht so viel vergleichsweise mit dem, was wir so im Moment jetzt zahlen mussten. Ja, Leipzig. Mal gerade reingucken, Transfers diese Saison. Die haben 160 Millionen Einnahmen gemacht mit 3 Transfers. Also da bin ich gespannt, was die noch tun. Abgegeben werden sollen hier noch Leute. Michael Reis, Sertakov, Bokowski, Yannick Schröder. Bin ich gespannt auf jeden Fall. 76er Rechtsverteidiger ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was man haben kann. Ich weiß nicht, warum die den noch abgeben wollen. Na gut, mal schauen, was die KI da macht in Leipzig oder mit Leipzig oder auf Leipzig oder was auch immer. Maximilian Huber, Innenverteidiger von Gladbach, wechselt zu Bayern München. Der ist auch gestartet bei Bayern München in der zweiten Mannschaft und über den Weg von 3 anderen Vereinen, beziehungsweise 2 anderen Vereinen, Augsburg und Gladbach, wieder zu den Bayern hingekommen. Für 80 Millionen, ne? 6 Jahre später. Da könnte man auch sagen, nicht 6 Jahre später, 6 Jahre nach seiner Entdeckung, sondern insgesamt nur 2 Jahre später. Quatsch, 3 Jahre, meine Güte, 24 bis 27. 3 Jahre später. Also da hat eventuell Bayern auch nicht so ein gutes Geschäft gemacht. Na gut, aber wenn er hilft, ne, was sollte er tun? Maximilian Eggestein wechselt von Rapid Wien für 30 Millionen nach AC Milan. Das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier gibt es keine neuen. Das ist meistens so, weil das diese abgestiegenen Vereine sind, die irgendwo hin absteigen, wo es gar keine Liga mehr gibt, ne? So, der würde gerne mal im Ausland spielen und genau deshalb machen wir einfach hier Forderungen stellen, weil, keine Ahnung, ist ja nicht Ausland, ne? Hoffenheim ist aus Würzburg gesehen maximal kein Ausland, würde ich sagen. So. Wir gehen das hier ein. 47,5 Millionen Euro gehen wir hier ein. Und falls Wiekow irgendwie, das wäre so ein Kandidat, wenn er wirklich ein Angebot bekommt, wo er hinwollen würde, könnte man den wirklich gehen lassen und einen anderen Rechtsverteidiger holen für die Bank quasi, für das zweite Glied. So, die Würzburger Kickers zweite Mannschaft konnte endlich mal gewinnen mit Yasin Duman, der hat endlich sein erstes Tor gemacht, und Dennis Jungmann, der auch sein Tor gemacht hat, gegen Osnabrück. Bester Mann am Platz bei uns, Sascha Meier. Kaufangebot für Javier Cerro für fast 10 Millionen, das lehnen wir natürlich auch ab. Richards ist wieder fit und Latsch wechselt nach Braunschweig. Alles klar. Ich rede noch mit den Leuten und dann geht es gleich in Richtung Berliner FC oder wie die heißen, gegen die wir jetzt spielen. Ein Freundschaftsspiel, ne? Kenter ist nicht wild. Berliner SC heißen die. Berliner Kickers. Ach ja, deshalb war das, weil die auch Kickers hießen. Okay, alles klar. Auch das werden wir uns schnell angucken. Voller Angriff, volle Geschwindigkeit. Oh, und wir liegen hinten und wir haben eine Verletzung von Mordin Mikile. Um Gottes Willen. Das fängt ja auch richtig stark an. Vielen Dank. Boah, ist das schwach hier. Ja, meine Güte. Und die schlechten kann ich jetzt einfach nicht auswechseln, weil ihr wisst, dann haben die daher noch so eine, ne, dann haben die noch richtig, richtig was am Fuß, ey. Meine Herren, ey, was für ein schwaches Spiel hier. 2-0, was denn jetzt los, ey? Hossa die Waldfee, 2-1 verloren. Und noch eine Verletzung. Ja, das hat sich ja gelohnt, das Spiel hier. Steht das jetzt hier 6 Tage? Oh Gott. Hui, 6 Tage ist okay, kann ich mitleben. Dann ist der wenigstens wieder fit beim DFB-Pokal. Wenn die 36 Millionen annehmen, dann ist gut, ansonsten könnt ihr mich mal. Leipzig will Aizuke Fujishima organisieren. Auch den wollte von euch bisher niemals jemand haben. Und das sollen die gerne machen. Ich brauche den nicht jetzt im Moment. Neunkirchen will Dennis Weidner und Erfurt auch Dennis Weidner leihen. Nö. Michael Daub wechselt für 47 Millionen. Und die Zweite hat gewonnen. Zweiter Sieg jetzt. Dennis Weidner hat das mit zu verantworten als bester Spieler auf dem Platz und Tor gemacht von Duman. Vorlage, Piano, sehr schön. So nehmen wir das doch gerne mit. Es war der Wechsel mit der höchsten Ablöse in dieser Woche. Michael Daub zu Bayer 04 Leverkusen. Und es wird bestimmt noch kontroverse Diskussionen in den Zeilen unter diesem Video oder unter den anderen Videos geben, dass wir das gemacht haben. Ich finde, das ist vertretbar, weil wir auf unsere Community-Player bauen. Und den wollte niemand haben bisher, das ist dann halt so. Haben wir jahrelang mitgeschleift und genauso wie Andreas Latsch ebenfalls jahrelang mitgeschleift wurde und ausgeliehen wurde, unfassbar oft. Ne? Wir können ja mal gerade gucken. Er hier zum Beispiel haben wir schon seit 25 und dann ist er in Freiburg gewesen. Okay, ein Jahr ausgeliehen. Aber wollte trotzdem keine haben. und den anderen auch ein Jahr ausgeliehen. Okay, von mir aus. Aber, ne, wie das so ist. Wenn die jetzt jemand hätte haben wollen, dann bin ich sehr traurig, dass ich das so schnell gemacht habe, aber ich empfand das für unsere Community-Arbeit irgendwie als sinnvoll, die jetzt zu verkaufen. Es gibt eine Jahreshauptversammlung. Guten Tag. Aggressiv die Ziele verkaufen. Der Präsident spricht von einem guten Jahr, dann kündigt er eine Überraschung an. Er hat heute den Vertrag von Edmund Tapsoba um 2 Jahre verlängert. Ja, kann man mal klatschen, ne? Geht zu unerfahren. Ja, stimmen wir mal zu. Die Abwehr für ausreichend. Ja, stimme ich mal zu. Kommt gut an. Total überaltert. Starke Ablehnung, bitte. Okay, hat gut geklappt. 41 Millionen für Totti. Nein, der bleibt bei uns auf jeden Fall. Und 106 Millionen für Dick Schröder. Nein, der bleibt bei uns auf jeden Fall. Ich kann ja jetzt nochmal versuchen, hier irgendwie mal noch Leute auf unverkäuflich zu setzen. Ey. Ich check nicht, warum das hier die ganze Zeit nicht funktioniert. Ja, da geht's jetzt beim Totti. Und beim Dirk Schröder geht es da jetzt auch. Da. Ja, das geht jetzt auch, okay.
So, wen haben wir jetzt alles als unverkäuflich? Erste und zweite Mannschaft? Drei Stück, ne? Sascha Meier in der zweiten. Da nehmen wir es mal weg, weil da kamen jetzt nicht so viele rein. Transferstatus. Allerdings ist er 80er Torwart. Wahrscheinlich, weil er nur in der dritten Liga kickt, nur 6 Millionen wert, ey. Puh. Das würde ich auf jeden Fall auch sofort zahlen, wenn ich jemand anders wäre. So, und Ronny Schumann hat richtig viele Angebote die ganze Zeit bekommen, ne? Da werden wir auch mal hier sagen. Transferstatus ändern. Ja, jetzt geht das wieder nicht, ne? Es ist graus. Die erste Runde der DFB-Pokal steht an. TSV 1860 Rosenhain im Thyssen-Krupp-Stadion. Laden ein, Luftlinie 260 Kilometer. War ich ja gar nicht so verkehrt, als letztes das in der Folge mal sagte. Und dann schauen wir an, die drei Topspiele in der ersten Runde. Lübeck gegen Dortmund, Rot-Weiß-Aalen gegen FC Bayern München und Arminia Bielefeld gegen Wolfsburg. Da schauen wir doch mal rein hier. Schumann ist auch wieder fit. Wen lassen wir dafür auf der Bank? Ist so ein bisschen die Frage jetzt hier im Moment, ne? Weiß man gar nicht so ganz. Tapsoba ist im Moment formschwach. Den müssten wir eigentlich schon mal aufbauen. Vielleicht hier zusammen mit Richards. So nämlich. Und ansonsten gehen wir hier mit der Top 11 rein, wenn wir noch den Schumann aufstellen. Oh, das nehmen wir so. Okay. Etete wäre natürlich vorne noch ein bisschen geiler als Totti, aber jetzt wollen wir Totti erstmal anschauen, wie das so funktioniert. Dauerkartenverkauf 7.000 knapp und wir haben dann 5 Millionen damit eingenommen. Ist schön, wunderbar. Ahmed Samir hat sich mit Hoffenheim geeinigt, ist jetzt bei Hoffenheim mit 58er Stärke Profi. Genauso wie Fujiyama, der ist nach Leipzig gewechselt mit 67. Ist okay. Viel Spaß. In dem Sinne sind wir genau 200 Punkte stärker als die Rosenheimer, aber wir haben eben schon mal gezeigt, dass wir auch gegen schwache Gegner schon mal auf die Nase fliegen können. Ne? Und deshalb müssen wir jetzt hier ganz extrem aufpassen. Und in der 5. Minute kriegen wir zumindest mal die erste Chance mit Christian Totti. Der zieht ab im Strafraum. Primal Claire kann den Flachschuss erstmal halten. Hitzige Anfangsphase hier, Savic, der zentrale Mittelfeldspieler der Rosenheimer und Schumann kommen ein paar Mal aneinander. Timen, was macht denn der Josh Timen? Schade. Abdurrahmane Barry ist da ausgerutscht und Timen hat sich den Ball geholt, aber mit dem Torschutz ging das nicht so ganz so gut. Jetzt die Rosenheimer mit ihrer ersten Chance über Rankine und Rosada, aber Dirk Schröder kann den Ball da mitnehmen, aber schon wieder Rosenheim im Vorwärtsgang. Dion Rankine bringt den Ball in die Mitte, da ist Lukas Markert, der aus der Drehung schießt und Lukas Markert schießt am Tor vorbei. Haben wir Glück gehabt, was ist denn jetzt hier los? Da müssen wir mal hier meckern, ey. Dynamischer Angriff von Schumann in die Gasse. Gerrit Kohlke, der Innenverteidiger, kommt da reingekrätscht. Super gemacht von dem. Und dann gibt es eine Ecke und die kommt von Josh Timen auf Christian Totti. Kopfball. Claire. Und nochmal die nächste Ecke. Primal Claire ist auf jeden Fall auch ein schwieriger, komischer Name irgendwie. Josh Timen, die zweite Ecke, landet bei Gerrit Kohlke. Und jetzt sehen wir, wie Inselmann Niklas Doksch bedient auf der linken Seite. Und der auf Max Scorer, aber das war schon zu sehen, das war Abseits. Max Scorer macht hier das 1-0, aber im Abseits. Aber Max Scorer jetzt schon wieder im Zentrum der Aufpasserei hier mit einem tollen Pass auf Inselmann. Ach, Abseits schon wieder. Machen sie gut hier, die Rosenheimer. Stellen aktiv das Abseits auf. Und wir müssen gucken, dass wir da irgendwie durchkommen. Wilner versucht jetzt auf der rechten Seite mit einer Flanke in die Mitte. Primal Claire. Okay. Da rasseln Claire und Inselmann zusammen und deshalb gibt es folgerichtig auch hier die, das Foulspiel, aber keine Karte. Allerdings hier, Jost Urbanovic tritt da Max Scorer einfach um. Das hätte auch rot geben dürfen. Jesus, ey. Unglaubliche Kombination jetzt von Würzburger Kicker. Super, tolle Pässe. Schnell wird da die Abwehr der Rosenheimer am Tür schwindelig gespielt. Schumann auf Inselmann. Tor 1-0. Endlich. Meine Güte, weiter so. Hat lange gedauert, aber hey, tolle Vorlage von Schumann mit der Hacke auf Inselmann und der zieht einfach sofort ab. Guckt gar nicht, direkt und drin. Fertig. Sehr gut, weiter so. Meine Güte. Also eher schwaches Spiel, aber immerhin führen wir jetzt mal. Die Mannschaft muss sich natürlich auch erstmal noch finden, das ist klar. Deshalb ist das umso wichtiger, dass wir hier mit der Top 11 aufspielen, die jetzt auch in die Saison starten soll, ne?
damit die sich eben genau das können, nämlich finden können. 55. Minute, die zweite Hälfte beginnt nicht so dynamisch, aber jetzt Zakaria Villeneuve mit dem weiten Ball in die Spitze. Claire kommt aus seinem Tor heraus. Scorer ist zuerst am Ball. Oh, was für eine Parade von Primal Claire. Ich habe keine Ahnung, wie der Kollege heißt, aber er hält diesen Ball sensationell mit den Füßen. Wie ein Handballtorwart. Klasse gemacht. 1:0, es ist einfach zu wenig, das muss man so sagen. Ne? Aber Totti hat ein gutes Spiel gemacht, der Tete darf mal rein. Ronny Schumann hat ein gutes Spiel gemacht, Jonas Buhr darf mal rein. Und auch, wen haben wir denn noch jetzt hier? Nordi Mukiele darf auch gehen, würde ich sagen. Mukiele, mein Güte. Vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen Nachhilfe verschaffen, wie man diesen Namen ausspricht. Mukiele. Der Mucki. Ist einfach jetzt der Mucki für uns. Oder für mich. Stefan Paul opfert sich hier, grätscht Ronny Schumann ab und deshalb gibt es Gelb für den Defensivmann. Der ist gerade erst eingewechselt worden für Jost Urbanic und kriegt direkt eine Gelbe. Hallo, guten Morgen, willkommen auf dem Feld. Dann kommt Mohamed Cham Brust rein für Diago Gljub Savic. Um Herrens Willen, was für ein Name. Für meine Zunge. 1:0 ist echt zu wenig hier. Gebt mal jetzt Gas, meine lieben Freunde. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen höher stellen uns. Wir sind ja hier, das ist jetzt vielleicht auch, müssen wir mal miteinander sprechen, ob wir vielleicht unsere Taktik auch langsam umstellen müssen, weil wir halt eben nicht mehr die Underdogs sind und vielleicht auch mal das Spiel machen müssen, statt immer nur Konterspiel. Ich weiß es nicht. Villeneuve geht hier an Brust vorbei, der hält das Trikot von Villeneuve fest und es gibt die gelbe Karte. Meine Güte, ist das hier lahm, ey. Dann ist das erste Pflichtspiel der Saison und wir liefern hier so eine Leistung ab. Das ist auf jeden Fall übel. Wir gehen jetzt die letzten 10 Minuten mal voll in Angriff, damit das hier wenigstens so irgendein Tor gibt, oder? Villeneuve auf die rechte Seite zu Etete. Der flankt in den Strafraum. Da ist Claire und boxt das Ding weg. Landet wieder bei Villeneuve und der schlägt den Ball jetzt wieder nach innen. Und da ist schon wieder Claire. Ja, okay. Dann spielen die sich halt jetzt den Ball hin und her, die beiden. Ist von mir aus auch so. Okay. Weiter Einwurf von Dorks. Claire kommt heraus, hat den Ball. Also der ist hier durchaus im Mittelpunkt der Aktionen, der Torwart der Rosenheimer. Und ist nicht allzu oft bezwungen worden. Ehrlich gesagt nur einmal. Aber wir versuchen es erneut. Mit Niklas Stocksch auf der linken Seite bringt den Ball zu Buhr. Der liegt quer auf Kion Etete und der schießt aus 11 Metern. Der muss doch drin sein. Der ist nicht schuld, weil Claire schon wieder hält. Halleluja! Was ist denn mit diesem Typen los? Mann. Steilpass auf Etete. Und der aus 10 Metern schießt. Primal Claire steht genau da und hält das Ding erneut. Meine Herren! Könnten wir jetzt vielleicht mal noch ein Tor schießen? Ist ja schlimm. Docks wird hier zurückgepfiffen. Angeblich abseits, aber hey, wen interessiert's, ey? Einfach mal abseits pfeifen. Hauptsache, ey. Penners. Ja, 1:0. Schwaches Spiel, aber weiter, ne? Wenn wir jetzt mit lauter 1:0-Siegen den DFB-Pokal gewinnen, kann ich auch mitleben. Mann. Aber ein bisschen sauer bin ich doch. Naja, was soll man tun? Topmann ist Etete, Inselmann mit dem Tor, Ronny mit der Vorarbeit. Okay. Wir gehen die Runde durch. Chemnitz verliert gegen Köln, Osnabrück verliert gegen Hertha, Rot-Weiß Essen verliert knapp gegen Leverkusen. Und zwar auch erst, das sieht man hier gar nicht, in der 113. Minute in der Verlängerung. Das sieht man gar nicht mehr, ne? Ist mir schon mal irgendwann aufgefallen. Ja, also ganz wild hier, die Essener gegen Leverkusen. Halle verliert gegen Stuttgart, Lübeck verliert gegen Borussia Dortmund. 1860 München kegelt im Elfmeterschießen Borussia Mönchengladbach raus. Glückwunsch an die Münchner. Gott sei Dank haben unsere 1860er uns nicht rausgekegelt hier, also ne, unser Gegner. Dresden verliert gegen Hoffenheim, Lokomotive Leipzig verliert gegen Paderborn, Alt-Glienicke verliert gegen Mainz. Alles drei knappe Niederlagen, genauso wie Auerbach knapp gegen Braunschweig verliert. Bielefeld verliert gegen Wolfsburg. Magdeburg ist raus gegen den HSV. Bremer SV ist deutlich raus gegen Frankfurt. Rathenau ist deutlich raus gegen Schalke. Rot-Weiß Aalen nur 0:1 verloren gegen Bayern München. Dann haben wir Sonnenhof Groß Asbach gegen Red Bull Leipzig verloren. Germania Egesdorf verloren gegen Union Berlin. Meppen verliert knapp gegen Regensburg. Chemie Leipzig kommt im Elfmeterschießen gegen Darmstadt weiter. Sehr schön, Chemie. Wunderbar. Wir könnten ja in der zweiten Runde einfach mal gegeneinander spielen. Wäre super. Macht das doch mal bitte. Kiel verliert gegen Pauli. Offenbach verliert gegen Hansa Rostock. Schön, dass die auch weiter sind. Also alle unsere Ex-Vereine hier bisher weiter. Heidenheim verliert gegen 96 Hannover.
Stuttgarter Kickers verlieren gegen Bochum. Wichtal kegelt SV Werder Bremen raus. Sind die nicht letztes Jahr schon in der ersten Runde rausgeflogen? Ich weiß es nicht genau. Nürnberg im Meterschießen verloren gegen Ingolstadt. Sandhausen verliert gegen den KSC aus Karlsruhe. Augsburg verliert gegen die Teufel aus Kaiserslautern. Die Zebras aus Duisburg verlieren gegen Erzgebirge Aue. Union Sandersdorf verliert gegen Waldhof Mannheim. Schott Mainz kommt weiter gegen Freiburg im Elfmeterschießen. Auch eine Überraschung. Und Flensburg verliert gegen Düsseldorf. Hui! Jetzt haben wir aber alle durch hier. Jetzt haben wir aber alle durch. Da wir eh nur dieses Spiel in dieser Folge haben, werden wir natürlich, und das machen wir sowieso immer, egal wie viele Spiele wir haben, auch die Auslosung mitnehmen. Der Karlsruher SC darf ran zu Hause gegen Chemie Leipzig. Schade, dann sind die schon mal raus. Das ist schade. Gut. Schott Mainz lädt ein und es kommt Bayer 04 Leverkusen. Ja, eine Firma und die nächste. Ne? Schott ist eigentlich auch eine Mannschaft, eine Firma in Mainz. Da habe ich als Zivildienstleister immer mal Zeug hingefahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die machen. 1860 München gegen 1899 Hoffenheim. Dann haben wir den Audi-Club Ingolstadt gegen den VfL Wichtal. Interessant wäre jetzt Wolfsburg gewesen, ne? Audi gegen VW. Aber so ist es schon mal. Eintracht Braunschweig darf zu Hause ran. Und es kommt dafür der Hamburger SV. Ja, Eintracht Braunschweig mit unserem Andreas Latschert am Start. Mal gucken, was die so schaffen, ne? Borussia Dortmund zu Hause. Oh, im Westfalenstadion. Das wird knackig für den ersten FC Köln. Schwierige Partie. Hannover 96, der Club aus dem Städtchen, wo man Hochdeutsch spricht, darf gegen Regensburg ran. Da sprechen nicht alle Hochdeutsch. Das muss man wohl so sagen. Auch gar nicht respektierlich gemeint. Waldhof Mannheim, da sprechen auch nicht alle Hochdeutsch, muss gegen Wolfsburg ran. Das ist ein schönes Los für die Mannheimer. Das Stadion wird voll sein. Wolfsburg, guter Club hier in diesem Spielstand. Und wir dürfen zu Hause ran, das ist sehr schön. Komm, jetzt irgendwie ein... Oh, gegen Red Bull Leipzig. Ja, Mucki muss da ran, ne? Gegen den Ex-Club. Das wird direkt eine harte zweite Runde, ehrlich gesagt. Puh. Ich hätte lieber auch so vom Verein her, hätte ich lieber so Kaiserslautern gehabt oder sowas, muss ich sagen. Oder Pauli, oder Rostock wäre auch schön gewesen. Düsseldorf auch gerne. Naja, jetzt müssen wir gegen Red Bull ran. Schon in der zweiten Runde. Das wird hui. Aber man kann dann auch gleich ein Signal setzen, ne? Muss man auch sagen. Ja, Gladbach raus als Erstligist in der ersten Runde. Und Daniel Becker, unsere Jugendspieler werden jetzt irgendwie von allen möglichen Leuten hier organisiert. Daniel Becker wird von Leverkusen angesprochen. Der rechte Mittelfeldspieler mit 62er Stärke. Ich weiß nicht, haben die alle keinen Nachwuchs oder was ist mit denen los? Mann. Neue Erfahrungsstufe bei Ronny Schumann. Die ist jetzt 3. Sehr schön. Und wir haben angeblich wieder frei dieses Wochenende. Ja, aber dafür spielen wir hier gegen den SSV Merten. Mensch. Gut, liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Wir gucken jetzt gerade noch die Transfers an. Und dann ist es das gewesen. Ricardo, der zentrale Mittelfeldspieler von Internacional Porto Alegre, wechselt von dort nach Inter Mailand, also da Inter zu Inter, für knapp 60 Millionen, wenn wir es aufrunden. Okay, ich bin gespannt, was die Leipziger, wie gesagt, noch kaufen mit ihrem Geld. Im Moment ist da irgendwie nichts zu sehen von. Angebot für den Dennis Weidner aus der zweiten Mannschaft. Nö. Alles klar. Liebe Leute, wir sind raus und die nächste Folge, da dürfen dann wahrscheinlich auch wieder Kommentare von euch dabei sein. Macht's gut, der Gary ist weg. Bis dann. Tschüssi.